darf ich Sie bitten, soweit Sie es mögen, ein bisschen dichter aufzurücken zu einem besonderen Termin. Ich begrüße erst einmal die Eheleute Enders, heute die Staffelübergabe, wenn man so sagen möchte, an Frau Dahl, die ich ebenfalls sehr herzlich begrüße. Ich begrüße insgesamt das Praxisteam, das heute in neuen Räumlichkeiten die neue Kinderarztpraxis im MVZ Kreiskrankenhaus präsentieren möchte. Ich habe es beschrieben, Staffelübergabe, wir freuen uns sehr, dass es gelungen ist, Enders jetzt auch eine Nachfolgelösung zu entwickeln. Wir haben zwei Kinderarztpraxen immer schon in Frankenberg, die wir dringend benötigen. Und als Sie das Signal gegeben haben, dass für Sie dann irgendwann auch mal das Thema Ruhestand näher rückt, sind wir sehr froh und dankbar dafür, dass Sie mit uns ins Gespräch gekommen sind und dass es jetzt ein Weg gefunden worden ist, tatsächlich dieses wichtige fachärztliche Angebot in Frankenberg zu halten und weiterzuentwickeln. Aus Sicht des Landkreises in doppelter Hinsicht klug. Einmal haben wir damit die Versorgung in Frankenberg selbst sichergestellt, zum anderen aber auch, was ja auch für das Krankenhaus selbst wichtig ist, wir haben die Erstlingsuntersuchungen auch damit im eigenen Haus gut organisiert. Wir brauchen da ja ohnehin sehr viele tatkräftige Unterstützung. Deshalb freut uns das sehr, dass wir auch die gesamte Mannschaft haben gewinnen können für die Arbeit hier in der Praxis. Das freut uns ebenfalls sehr. Das ist auch ein Stück weit, glaube ich, die Botschaft Richtung der Patientinnen und Patienten, dass sie Kontinuität erwarten dürfen. In der Betreuung entsteht also gar kein Bruch, sondern nahtlos werden die Termine dann vom gleichen Team fortgeführt, dann mit neuer erster Verantwortung der Frau Dali, aber ansonsten die ihm gut bekannten Kolleginnen, die dann auch die Praxisarbeit organisieren. Das alles ist eingebettet, aber in eine Gesamtstrategie des Landkreises, das Thema Fachärzteversorgung im Allgemeinen, Kinderärzteversorgung in besonderer Weise, trifft uns auch in anderer Handlungsebene. Deshalb freue ich mich sehr, dass der Kreisbeigeordnete als Gesundheitsdezernent heute ebenfalls mit dabei ist, weil wir den gesamten Landkreis ja auch im Blick haben müssen und viele Aktivitäten angestoßen worden sind, um genau diese Fragen auch vernünftig zu organisieren. Karl Friedrich, Bewertung aus deiner Sicht. Bitte schön. Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Erstmal will ich mich bei allen Akteurinnen und Akteuren, die dazu beigetragen haben, dass wir dieses schöne Ereignis heute Morgen gemeinsam würdigen können, bedanken. Das war sicherlich kein einfacher Weg für die Beteiligten, aber am Ende zählt das Ergebnis und es ist sehr gut, wie Jürgen, du schon gesagt hast, dass wir einen ganz wichtigen Bereich, nämlich die kinderärztliche Versorgung im Südkreis mit Sitz jetzt beim MVZ in Frankenberg sichern konnten. Grundsätzlich ist es ja so, dass die ärztliche Versorgung Aufgabe ist der Kassenärztlichen Vereinigung, aber seit vielen Jahren und seit 5, 6, 7 Jahren sehr verstärkt mischen wir uns als Landkreis auch ein. Denn auch im Bereich der Gesundheits- und der Sicherstellung der gesundheitlichen Versorgung haben wir gewisse Aufgaben, vornehmlich im stationären Bereich. Aber durch den Wandel der Gesellschaft, auch die Feminisierung des Arztberufes und die Tatsache, dass andere Lebens- und Arbeitswelten auch Herr Dr. Enders von denen, die ihn nachfolgen, oft gesucht werden, sieht der Landkreis sich in der Verantwortung, insbesondere in der Fläche, dafür Sorge zu tragen, dass wir eine allgemeinmedizinische, aber auch eine fachärztliche Versorgung sicherstellen. Und hier ist ein guter Weg gefunden worden, nämlich die Infrastruktur unseres Kreiskrankenhauses zu nutzen, die Geburtshilfestation mit im Auge zu haben und dadurch dazu beizutragen, dass wir hier für den Südkreis ein gutes Angebot in der Kindermedizin anbieten können. Herr Dr. Enders, eine Ära geht zu Ende. Wie lange waren Sie hier als Kinderarzt mit Ihrer Praxis in Frankenberg präsent? In Frankenberg haben wir 1988 angefangen, also 35 Jahre war ich als niedergelassener Kinderarzt tätig. Eine lange Zeit. Also Teile Ihrer ersten Patienten haben dann schon ihre Kinder oder Enkel hier hingewiesen. Das ist richtig. Ich kenne jetzt dann ja oftmals dann 3 Generationen und das hat mir auch richtig Spaß gemacht. Nach 10 Jahren hat ja damals mein Kollege, der Herr Stahl, sich nochmal verändern wollen und ja, das war für mich dann auch so eine Entscheidung. Macht man nach 10 Jahren nochmal was Neues und umgekehrt habe ich mich damals dafür entschieden,
irgendwas muss auch bleiben. Und gut, aus diesem Bleiben sind dann diese 35 Jahre geworden. Dann. Nun ist Kinderarzt ja ein ganz spezieller Facharzt, weil oftmals die Patienten sich nicht artikulieren können, was sie haben, wo es ihnen wehtut oder warum es ihnen wehtut. Das heißt, neben den fundierten medizinischen Kenntnissen ist auch viel Kinderpsychologie gefragt. Ja, ich würde sagen, das ist etwas, was man lernt in diesem Beruf. Man muss natürlich eine gewisse Einfühlsamkeit haben und muss neben dem Kind die Eltern natürlich mitsehen. Das ist das Spezielle an der Kinderheilkunde. Das Besondere ist natürlich sowieso, dass wir ja Fachärzte für einen gewissen Zeitabschnitt sind und anders als die anderen Fachärzte nicht organbezogen, sondern eben das Kind begleiten in seiner Entwicklung. Und das hat mir immer besonders Spaß gemacht, alles in der Entwicklung zu sehen, im zeitlichen Ablauf zu sehen. Und das macht natürlich besonders Freude dann. Haben Sie in Ihrer Medienpraxis eigentlich auch Veränderungen im Verhalten der Eltern gemerkt? Wenn man heute so soziale Medien durchforstet oder die Medien überhaupt, Hubschrauber-Eltern, es wird oft wegen, ja, was man früher auf dem Dorf gesagt hat, stell dich nicht so an, wird heute die Praxis auch besucht. Ja. Impfungen sind ein großes Thema, Befürworter, Gegner. Haben Sie da eine Veränderung bemerkt? Also eine Veränderung insofern, dass natürlich viele junge Eltern relativ unsicher heute sind und dass natürlich die Medien einen großen Anteil daran haben, bis hin natürlich daran, dass manche Kinder dann auch schnell mit bewegten Bildern ruhig gestellt werden, wo wir ja immer das natürlich eher kritisch sehen dann. Ne? Aber das ist so die Veränderung von der Elternseite her. Was man aber manchmal verstehen auch muss, da halt die Großfamilie, so wie sie früher war, nicht mehr so existiert und junge Eltern gerade dann doch auch verunsichert sind durch alles, was in den Medien da noch dargestellt wird, ohne dass sie das richtig einordnen können. Spielt Dr. Google und Professor Yahoo? Ja, man muss immer positiv und negativ sehen. Einerseits hat man mehr informierte Eltern, andererseits muss man natürlich auch dann immer das zurechtrücken und muss dann das einordnen können. Und jetzt genießen Sie Ihren Ruhestand? Ja, das fällt mir wahrscheinlich jetzt erstmal schwer, weil ich habe ja erstmal nichts anderes gemacht, als diesen Beruf ausgeübt. Und da muss ich mich wahrscheinlich erst reinfinden, aber da ich Familie habe, meine älteste Tochter mich jetzt zum Opa hat noch machen können, bin ich ganz optimistisch, dass meine Frau und meine Familie mich da ein bisschen auffangen und ich vielleicht den Übergang doch hinkriegen werde. Ja, Frau Dali, die neue Kinderärztin hier im Kreiskrankenhaus Frankenberg. Erstmal herzlichen Glückwunsch, Kinderarzt, das ist eine ganz wichtige Geschichte. Wie sind Sie nach Frankenberg gekommen? Ich bin nach Frankenberg gekommen. Mein Mann arbeitet hier seit 2 Jahren und das ist so Art wie eine Familienzusammenführung. Dass wir nach 2 Jahren wollten wir als Familie zusammenleben und da habe ich das Glück auch, dass MVZ dass die Praxis übernimmt und da bin ich deshalb nach Frankenberg umgezogen. Sie sind seit 2008 Kinderärztin? Seit 2008 bin ich in Deutschland, davor habe ich auch die Weiterbildung in meiner Heimat angefangen. Und nach meiner Elternzeit und nach dem Ankommen in Deutschland mit allen Formularien, mit Sprachkursen und sowas, habe ich hier die Weiterbildung zu Ende gemacht und zuletzt auch in Mechernich. Und seit 2019 bin ich Fachärztin und seitdem bin ich in der Niederlassungsbereich tätig. Jetzt haben Sie natürlich einen Vorteil, Sie sprechen Arabisch, ne? Ja. Das ist bei vielen, Zugereisten hier, die Probleme mit der Sprache haben, natürlich für die einen Vorteil, eine Kinderärztin zu haben. Ja, das stimmt, ja. Und ich freue auch auf meinem Team, da habe ich auch eine andere, die auch Russisch spricht und dann sind wir für die erste Zeit gut ausgestattet. Das ist gerade bei Kindern sehr wichtig, ja. Weil die Eltern erklären müssen, welche Symptome Kinder haben. Ja, haben wir auch diese Schwierigkeiten. Ich habe Ihren
Kollegen Dr. Enders gefragt, der jetzt eine Wolf hat, den die medizinische Seite ist die eine Seite bei Kindern. Die psychologische Seite ist ja genauso wichtig. Ja, genau. Gerade bei Kindern. Nicht nur bei den Kindern, auch bei den Eltern. Auch. Das ist spielt eine große Rolle, auch was die Eltern im Hintergrund haben. In den letzten 20 Jahren hat sich das Verhalten der Eltern natürlich auch etwas verändert. Es gibt übervorsichtige Eltern, es gibt Impfgegner, obwohl viele Impfungen nützlich sind. Und Dr. Google und Professor Yahoo werden ja als erstes zu Rate gezogen. Ja, das stimmt. Macht das Ihre Arbeit schwerer? Ja, einigermaßen schon. Jetzt, wenn man auch nicht auf zertifizierte Seiten auch zugreift. Wir werden auf der Webseite auch ein paar Links auch dazu tun, wo man auch zertifizierte Informationen dafür bekommt, auch von Gesellschaften und sowas. Nicht nur einfach das Symptom googeln, oder was hat mein Kind jetzt. Eigentlich muss man auch bei zertifizierten Seiten auch suchen. Ja, Frau Magiel, Dali, Entschuldigung. Ich wünsche Ihnen viel Glück für den neuen Start. Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich auch bei Ihnen.